Tja, endlich ist er da, der Sommer und damit auch die Reisezeit. Für den gelernten Österreicher und die gelernte Österreicherin gehört das Verreisen im Sommer einfach dazu und natürlich ins bevorzugte Urlaubsland. Italien, Griechenland, Spanien, Mallorca, wie sie alle heißen. Jedoch das Reisen in Corona-Zeiten, das ist keine allzu einfache Angelegenheit. Viele Regeln gibt es zu beachten und noch dazu differieren diese Regeln von Land zu Land. Man muss sich schon ziemlich gut auskennen. UE24 hat die Mühe auf sich genommen und die unterschiedlichen Reiseregeln ein klein wenig näher beäugt. Beispielsweise Griechenland. Um nach Griechenland einzureisen, muss man sich entsprechend online registrieren, nämlich auf travel.gov.gr, und zusätzlich ist zur Einreise entweder ein Schnelltest, also vergleichsweise einfach, oder eine Impfung erforderlich. Ist man dann einmal im Land, dann muss man sich an ein Tanzverbot halten, denn in der Gastronomie, da ist die Konsumation nur im Sitzen erlaubt. Kino und Theater dürfen nur besucht werden, wenn man geimpft ist, also ziemlich streng in Griechenland. Wie schaut es in Italien aus? Ein klein wenig einfacher. Zur Einreise ist nur erforderlich ein Einreiseformular oder ein 3G-Nachweis, also geimpft, getestet oder genesen. Man hat hier gewissermaßen die Wahl. In Italien selbst gibt es mittlerweile keine Maskenpflicht im Freien, jedoch Maske in den Öffis oder dann, immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Was im Moment auch diskutiert wird in Italien, ist nach österreichischem Vorbild gewissermaßen die gastronomische Zutrittsmöglichkeit nur mit einem 3G-Nachweis bzw. mit dem sogenannten grünen Pass. In Kroatien auch ein bevorzugtes Reiseland der Österreicherinnen und der Österreicher. Hier ist die Einreise seit dem 1. Juli mit einem EU-Zertifikat nach dem Vorbild des grünen Passes möglich, und zwar ganz egal, aus welchem europäischen Land man einreist. Auch akzeptiert sind 3G-Nachweise von den einzelnen Herkunftsländern. In den Gaststätten gibt es auch eine Besonderheit in Kroatien, nämlich bei Lokalen ohne Speisen, also in Cafés, die keine Speisen anbieten beispielsweise, da ist die Konsumation nur im Freien gestattet, im Inneren nur bei Speiselokalen. Das waren soweit die wichtigsten Informationen. Die Regeln für andere Urlaubsorte wie beispielsweise Malta, Portugal, Spanien, Türkei oder Zypern, die finden Sie selbstverständlich auf oe24.at.